ein 4-Stern-Hotel in Salzburg. Hier hat sich Kurt Rottmeister seit einem Jahr eingemietet. Und wie fühlt er sich im Zimmer 223? Ich empfinde es hier eine Burg, die mich irgendwie beschützt, also wo ich nichts mit niemandem Nachbarn und mit niemandem etwas zu tun habe, beziehungsweise der Nachbar zwei Tage wieder später ein anderer Nachbar ist. Also somit braucht man nicht irgendeine Beziehung aufbauen. Wie es normal üblich ist, wenn ich irgendwo wohne länger, dann hat man ja doch mit Nachbarn ein bisschen mehr Verbindung oder innere Verbindung. Und Sie wollen sozusagen ganz, wieso stört Sie das sozusagen, diese Verbindung? Ja, schon, ja. Ja. Wieso? Das ist so mein Lebensstil. Und was ist dieses Bedürfnis, sozusagen allein zu sein und niemanden sich zu kennen? Dass ich die Zeit für mich nutzen kann, dass ich nicht irgendwie unterbrochen werde durch meine Tätigkeit. Denn ich muss ja trotzdem irgendwie mein Vermögen verwalten. Ja, und auch die Zukunft irgendwie planen. Also das heißt, ich lasse mich nicht gerne so unterbrechen durch etwas. Und das kann man ja, wenn man einen Partner hat, ja nicht verlangen. Nicht, dass man jetzt sagt, du hast jetzt 3 Stunden nicht mit mir sprechen. Also so kann man ja keine Partnerschaft führen. Und das weiß ich ja, dass ich eben so bin und deshalb so. Sie wollen das nicht mehr? Nein, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Sagen Sie, Sie sagen, Sie verwalten Ihr Vermögen und so, sind Sie ein reicher Mann? Ich habe einen halben Hausanteil, das war mein Vater, den habe ich geerbt, den habe ich verkauft und halt mein Haus. Also, ja, und das macht eigentlich, die Bank macht das eigentlich, also die das eben in Form von Aktien, Fonds und so verwalten tut. Nur, so wie bei allen, Kontrolle ist natürlich immer gut, nicht, wenn man auch die Bank kontrolliert. Schaut sicher nichts. Und Sie haben irgendwann einmal gearbeitet, oder? Natürlich, ja. Ich habe eine Firma gehabt, also die habe ich vor 2 Jahren verkauft. Und jetzt streicheln Sie sozusagen Ihr Vermögen und Ihre Aktien? Richtig, genau. Es ist ja ganz einfach, wenn man genügsam ist, also, und die Bank ordentlich arbeiten tut, und die hat eigentlich voriges Jahr ganz gut gearbeitet, dann kann man ja von den Zinsen ja angenehm leben. Ist das nicht verlockend für manche Damen, wenn sie sagen, aha, da gibt es einen Herrn? Natürlich wäre es verlockend. Seine Aktien, ja, natürlich. Natürlich. Das ist sicher verlockend. Nur ich öffne, also ich mache ja diese Bekanntschaften heute halt ja so kurz, dass es bis zu der Situation, dass jemand weiß, also wie es um mich steht, ja gar nicht kommt. Also, wie lang sind denn so die Bekanntschaften? Die halten sich natürlich in ganz kurzen Phasen. Also die sind auf 2 Stunden oder so bezogen. Also dass ich dann nachher noch 2 Stunden dann wieder sagen kann, also ich kann wieder arbeiten. Also es ist wirklich durchdacht, und sofern jemand eben nicht braucht, also es gibt ja viele, die halt das wirklich brauchen, eben weil sie sich nicht selbst nicht einmal Wäsche machen können oder nichts kochen können, also die brauchen ja aus dem Grund schon eine Frau. Ne? Das fällt bei mir halt dann weg. Und Sie haben da ein Doppelbett? Das benutzen Sie ganz alleine? Das benütze ich alleine oder halt, wie gesagt, zeitweise halt also, wird es halt geteilt. Ne? Der prozentuelle Anteil ist dann natürlich sehr gering. Ne? Ich habe mir gedacht, Sie besuchen eher Lokale, oder? Nein. Wen lasse ich kommen? Das ist schon. Also normalerweise, also ich stelle mir vor, es kommt plötzlich das Bedürfnis. Richtig. Das kann man ja kaum kontrollieren. Kann man kaum steuern. Ja, ne? Ja. Wie lange dauert es dann, dass man sein Bedürfnis auch löschen kann? Das kommt darauf an, wie gut man sich vorher organisiert hat. Nicht? Also wenn man es natürlich dann erst ab dem Zeitpunkt der Gefühlsexplosion natürlich erst beginnt, aktiv zu werden, wird es natürlich schwierig sein, das dann koordinieren. Nicht? Weil da wird dann schon wieder alles abgeflacht sein, bis man da wieder zu einem Kontakt kommt. Kann ja also, ganz schön anstrengend genau, sein. Genau, also ich tue halt immer vorplanen. Halt, so nicht. Und wie lange dauert es bei Ihnen, wenn Sie sagen, jetzt... Das ist durch das, dass man natürlich also vororganisiert, also dauert es dann innerhalb also von 2 Stunden, weil man ja schon vorher organisiert hat und dann weiß, wer zu welcher Zeit dann eventuell Zeit hat. Ne? Und da ist natürlich ein Hotel wunderbar, weil da gibt es keine Nachbarn. Das natürlich noch, also das, aber das ist, jetzt, ein Zufall, also das hat jetzt also wirklich nichts mit der ganzen Situation zu tun. Das ist ein Zufall, der noch dazu war auch sonst Besucher und in der Parkgarage könnten theoretisch 5 gleichzeitig kommen und jeder kriegt einen Park. Platz, nicht? Und das ist wirklich so eine diskrete Sache. Nämlich von meiner Seite aus wäre es sowieso egal, aber von der anderen Seite her ist sicher, also jetzt ganz wirklich ernst gesprochen, sicher keine schlechte Lösung. Ja.